Edin Dzeko scheint in Wolfsburg kurz vor dem Abgang zu stehen. Der Rekordtransfer des Stürmerstars zum englischen Erstligisten Manchester City rückt immer näher. Medienberichten zufolge soll der VfL-Aufsichtsrat den 35-Millionen-Euro-Deal bereits abgesegnet haben. Dzekos Berater sei seit Anfang der Woche in Manchester. Sollte der Transfer über die Bühne gehen, würde der Torschützenkönig für einen neuen Bundesliga-Rekord sorgen. Den hielten bislang die Bayern, die Nationalspieler Mario Gomez im vergangenen Jahr für 30 Millionen Euro an Bord holten. Nicht nur für die sportlich angeschlagenen Wölfe würde sich der Transfer finanziell lohnen. Der bosnische Nationalspieler soll bei den Citizens mit Erfolgsprämien auf ein Jahresgehalt von 9 Millionen Euro kommen. Nach der enttäuschenden Hinrunde mit Platz 13 und dem Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals hatte Manager Dieter Hoeneß personelle Konsequenzen angekündigt. Als potenzieller Dzeko-Nachfolger wird Ex-Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz gehandelt. Der Nationalspieler aus Paraguay soll Man City für rund 3 Millionen Euro verlassen dürfen.